Die Gleisarbeiten am U-Bahnhof Implerstraße sind ein kleines Mammutprojekt. Nach fast 50 Jahren der Nutzung werden hier Weichen, Schwellen, Schotter, Unterschottermatten und die komplette Stromschienenanlage ausgetauscht. Seit unserem letzten Besuch sind rund 3 Wochen vergangen. Projektleiter Matthias ist heute leider nicht vor Ort, aber sein Kollege Franz führt uns freundlicherweise herum. Hey Franz! Hallo Cosima! Danke, dass wir heute wieder da sein dürfen. Wir wollten uns mal anschauen, was in den letzten paar Wochen so vorangegangen ist. Was ist denn der aktuelle Stand von den Bauarbeiten? Aktuell haben wir den Gleiskörper nahezu fertig. Das heißt, wir haben Schwelle, Schiene, Schotter gewechselt und eine Unterschottermatte darunter gezogen und sind sozusagen mit dem Hauptteil jetzt fertig. Dann schauen wir uns das doch gleich mal an, oder? Sehr gerne. Dann kommen wir einfach drunter. Franz, was genau passiert denn hier heute eigentlich? Heute werden wir die Schienen speisen. Das Ganze findet mit einem Thermitschweißverfahren statt und ist richtig spektakulär zum Anschauen. Schauen wir mal rein. Klar, gerne. Mit Spektakel meint Franz das Thermitschweißen. Damit werden die 9 Schienen miteinander verbunden. Thermit ist ein Gemisch aus Eisenoxid und Aluminium und erreicht Temperaturen von mehr als 2000 Grad. Bevor das Thermit zum Einsatz kommt, werden die Schienen mit einem Lineal exakt ausgerichtet. Dann werden Gusshalbformen angesetzt und mit Halteblechen an den Schienen fixiert und anschließend mit Quarzsand abgedichtet. Um die Schienen optimal auf das Thermit vorzubereiten, werden sie mit einem Gasbrenner auf 1000 Grad erhitzt. Etwa 10 Kilo Thermit wird benötigt, um 2 Schienen miteinander zu verbinden. Mit einem speziellen Zündstab wird das Eisengemisch entzündet. Bei der Reaktion zwischen Eisenoxid und Aluminium entstehen Temperaturen von 2400 Grad und gleichzeitig bildet sich eine Eisenschmelze. Diese fließt dann in die Gussform und zwischen die Schienen. Überschüssige Schmelze und Schlacke fließen über die Schlackenwanne und die Gießform ab. Danach wird die Verschalung und überflüssiges Eisen entfernt. Besonders wichtig ist das anschließende Schleifen der Naht im heißen Zustand. Nur so können alle Unebenheiten gut entfernt werden und man bekommt eine glatte Schiene. Hier haben wir einen Thermitschweißstoß. Da sieht man hier oben die reprofilierte Schiene. Hier sieht man die Naht vom Thermitschweißstoß. Drüben sieht man noch den ungeschweißten Stoß, wo man noch den Spalt hat. Da müssen wir noch ran und noch dort speisen. Und wie viele Schienen werden insgesamt bei dieser Baustelle jetzt noch so verschweißt? Circa 80 Stück machen wir insgesamt. Hier ist jetzt schon ganz schön viel vorangegangen. Was passiert denn jetzt die nächsten Wochen? Jetzt erneuern wir noch die Kabelkanäle, ziehen die Kabel rein, erneuern die Stromschiene, die noch nicht da ist, schauen, dass wir die ganze Anlage abnehmen, dass sie wieder befahren werden darf. Und am Ende gehört natürlich auch noch der ganze Bewetterungsteil mit dazu. Der muss auch rückgebaut werden und die Abnahme, damit wir die Züge wieder drüber lassen dürfen. Wir haben ja jetzt gesehen, die Bauarbeiten sind in vollem Gange. Was denkst du denn, wie lange dauert die ganze Baustelle denn noch? Planmäßig haben wir vor, am 19.06. fertig zu werden. Wir gehen auch davon aus, dass wir das halten können. Da sind wir sehr zuversichtlich. Okay, dann Franz, vielen, vielen Dank, dass wir noch mal kommen durften. Sowas sieht man auf jeden Fall nicht alle Tage. Es war echt sehr cool, dass wir noch mal da sein durften. Sehr gerne, schön, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Wenn ihr jetzt noch mehr spannenden Content und Blicke hinter die Kulissen der MVG werfen wollt, dann abonniert doch gerne unseren Kanal. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.